Immer mal wieder höre ich von Leuten folgende Aussage: Die westlichen aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts, die können nichts mehr mit Sünde anfangen. Sie fühlen sich Gott gegenüber nicht mehr schuldig. Und darum sollten wir als Prediger den Menschen auch nicht ständig damit kommen, dass sie Sünder sind. Vielmehr sollten wir die relevanteren Themen ansprechen, wie zum Beispiel Umweltschutz, Gender oder soziale Gerechtigkeit. Nun, ich sehe das total anders. Heute Morgen habe ich in der Bibel dazu eine echt gruselige Geschichte gelesen. Da war auf der einen Seite dieser König, der Herodes. Dieser Mann, der hatte eine Affäre mit der Frau seines Bruders, mit der Herodia. Und dann war auf der anderen Seite dieser echt bekannte Prophet, Johannes der Täufer. Johannes, der hatte echt Chuzpe. Der ging nämlich zum König Herodes und der sagte zu ihm: Was du tust, das ist Unrecht. Und das hat den Herodes echt geärgert, so sehr nämlich, dass er ihn ins Gefängnis werfen ließ. Eines Abends, so lesen wir, hier fand ein rauschendes Fest statt. Die Tochter der Herodias, also die Frau, mit der Herodes eine Affäre hatte, diese Tochter, die tanzte, und Herodes, der wurde, man kann das gar nicht anders sagen, so geil auf sie, dass er zu ihr sagte: Du kannst dir alles wünschen von mir, alles, was du willst. Die Tochter, die ließ sich von ihrer Mutter beraten: Was soll ich mir wünschen von diesem Herodes? Geld? Eine Burg? Nein, die Mutter, die sagte zu ihr: Wünsche dir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und so wurde Johannes in derselben Stunde im Gefängnis geköpft. Und muss jetzt mal anhören, man brachte dieser Tochter den abgeschlagenen Kopf von Johannes dem Täufer in einer Schüssel drin. Was muss diese Mutter für einen abgrundtiefen Hass auf Johannes gehabt haben, dass sie es zuließ, dass man ihrer Tochter einen abgehackten Kopf in den Schoß legt? Weißt du, warum hasste die Herodias den Johannes so sehr? Weil er die Schuld in ihrem Leben ansprach. Das konnte und wollte sie nicht hören. Sie wollte nichts mehr, als dass dieser Johannes endlich schweigt und dass ihre Sünde nicht mehr beim Namen genannt wird. Weißt du, nicht nur die westlichen aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts können nichts mehr mit Sünde anfangen. Das konnten die Menschen noch zu keiner Zeit. Damals wie heute möchten die Menschen lieber nichts hören von ihrer Schuld. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass alleine in der ersten Januarwoche, also in der ersten Woche dieses Jahres, in Deutschland schon 1800 Kinder im Bauch ihrer Mutter drin getötet wurden. Was für eine Schuld, was für eine Sünde unsere Völker dadurch auf sich laden. Doch wehe, du sprichst darüber. Schweig, niemand will das hören, du bist ein Extremist. Und ja, das ist jetzt nur eines von ganz vielen Beispielen, wie Menschen reagieren, wenn sie mit ihrer Schuld, mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert werden. Doch weißt du, genau dafür, um für unsere Schuld zu sterben, kam Jesus auf diese Erde. Jesus, der kam nicht, um sich für den Umweltschutz, für Gender oder für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Jesus, der kam einzig und alleine, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben, damit unsere Schuld uns vergeben wird, damit wir Menschen mit unserem himmlischen Vater versöhnt werden können. Die Schuld anzusprechen, das mag unpopulär sein und es mag Gegenreaktionen auslösen. Doch weißt du, ohne Schuld braucht es auch keine Gnade. Wer in seinem Leben keine Schuld sieht, der braucht auch keinen Erlöser. Wenn die Welt nichts mehr von ihrer Schuld weiß, wie viel mehr braucht es solche mutigen Menschen wie der Johannes, die die Chuzpe haben, Klartext zu reden.